Klappe die 13. Und bitte. Im letzten Video, zu welchem ihr hier oben rechts kommt, habe ich bereits erklärt, was das Deep Web genau ist. Allerdings erklärte ich in diesem Video noch nicht, wofür man das Deep Web genau braucht und welche Vorteile es zum Surface Web, also dem uns bekannten World Wide Web, hat. Darüber möchte ich in diesem Video reden. In den dunklen und tiefen Ecken des Internets hat sich nach einer Zeit das Deep Web ergeben. Ein Internet, welches komplett vom normalen Internet abgeschottet ist. Nutzer des Deep Web wollen unter allen Umständen anonym sein, ohne Ausnahme. Außerdem gehen die Nutzer darauf ein, deutlich länger nach bestimmten Informationen zu suchen als im normalen Internet. Aber was zur Hölle soll das? Die Antwort darauf scheint leicht gesagt. Es gibt drei Gründe, warum jemand das Deep Web aufsuchen würde. Nummer 1. Der Nutzer lebt in einem Land, in welchem es nicht an der Tagesordnung zu sein scheint und auch nicht ist, seine Meinung zu sagen. Oder wenn man in diesem Land eine komplette Zensierung des Internets vorgenommen hat und diese versucht, seine Bürger so zu manipulieren, sodass die Machthabenden auch in ihrem Internet als Götter angehimmelt werden. Viele von euch denken jetzt bestimmt so, wie krank ist das denn? Aber es ist die Wahrheit. In Nordkorea gibt es ein komplett zensiertes Internet, welches sich von dem Internet, wie wir es kennen, abschottet. Facebook, Instagram, Tweets von Donald Trump, nicht erreichbar. Dies könnte man rein theoretisch als Deep Web bezeichnen, was es aber eigentlich nicht wirklich ist. Also zumindest nicht das, von dem ich reden möchte. Damit möchte ich sagen, dass man auch dort das Deep Web zur Kommunikation und der Umgehung der Zensierung verwendet. Es gibt Reisegruppen, welche in dieses Land reisen. Aber wenn du einmal bei dieser Reise dabei sein solltest, würde ich dir raten, nicht in das Deep Web zu gehen, da es in diesem Land schwere Bestrafungen gibt. Naja, es gibt noch Konzentrationslager, Arbeitslager und Vernichtungslager. Wie abnormal. Variante Nummer 2 wäre dann, dass diese Personen das Deep Web aufgrund von illegalen Aktivitäten aufsuchen. Wie gesagt, im Deep Web gibt es keine Zensierung und somit kann jeder seine Meinung frei äußern und sich unzensiert ansehen, was er oder sie will. Außerdem kann man sich ohne staatliche Überprüfung eine Handfeuerwaffe kaufen und diese verwenden, um Menschen zu verletzen und im schlimmsten Fall sogar zu töten. Meiner Meinung nach ist das irgendwie beängstigend. Aber weiter im Text. Nun, wir kommen zur dritten und letzten Variante. Da es, wie schon gesagt, keine Zensierung gibt, kann man schreiben, was man will, über Dinge, welche man im World Wide Web direkt wieder sperren würde. Deswegen verwenden manche Nutzer das Deep Web nur zu Zwecken der unzensierten Recherche. Was haltest du vom Deep Web? Deine Meinung würde mich wirklich interessieren. Hier oben rechts ist eine kleine Umfrage. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen auf 360 Grad geben. Außerdem habe ich gesehen, dass die meisten meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Somit wäre es schön, wenn du meinen Kanal mit einem Klick auf den Abo-Button hier links unterstützen würdest, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Hier rechts geht es zu einem zufälligen Video meines Kanals und hier unten rechts geht es zu meinem ersten Video, welches ich auf meinem Kanal hochgeladen habe. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!